Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich teste wieder Food-Neuheiten für euch, also alles Mögliche, was es eben so Neues gibt und sage euch, wie es mir so schmeckt. Und zwar habe ich jetzt hier auch noch die dritte und letzte Sorte von den neuen Funny Fish Sorten. Das ist hier die Sorte Chili Fries, Chili Cheese Fries, so. Die hat jetzt 1,99 Euro gekostet bei Edeka. Boah, auch die finde ich richtig, richtig gut. Ja, also schmeckt sehr scharf. Doch, schon ziemlich. Und wirklich so ein bisschen Nacho-Geschmack. Also so diesen Cheese Fries ist gut gemacht. Also auch mit dem Käsegeschmack wirklich lecker. Ja, also ich fand die Sorten sind alle gut. Da geht es irgendwie darum, dass man das für den Favoriten abstimmt. Ich wüsste jetzt noch nicht mal, was mein Liebling ist, glaube ich. Ich finde die alle echt gut. Also auch die Sorte würde ich mir wiederholen. 8 von 10 Punkten. Allein bei Rossmann gefunden gibt es ja einen neuen Mix von den Tic Tacs. Zitrusmix. Das sind jetzt hier 49 Gramm. Und zwar sind das die Sorten, was ist das da hier? Jutsu, Mandarine, Zitronen und Limone. Wow, ich kann echt schwer lesen. Aber es ist auch echt klein geschrieben. Steht da Zitronen und Zitronenlimettengeschmack. Wow. Also das hier eben der bunte Mix. Und ich habe gerade schon mal verschiedene davon probiert. Und ich muss sagen, mir sind die tatsächlich zu sauer. Also was heißt zu sauer, aber zu herb. Also so diesen ein bisschen unangenehmen Geschmack, nicht so erfrischend. Ja, also meine Sorte ist es nicht. Den Mix würde ich mir nicht holen. Bekommt 6 von 10 Punkten. Hier ein neuer Ausstrich von Rossmann von Ena Bio. Gelbe Linse Aprikose Curry. Spannende Sorte. Es ist vegan. 135 Gramm. Also hat auf jeden Fall ganz viele Gemüsestückchen enthalten. Hat jetzt 1,79 gekostet. Ja, also hier sind, glaube ich, auch so kleine Linsen. Ja, hier sind auch ganze gelbe Linsen. Es könnte fast noch ein bisschen fruchtiger schmecken. Ich finde, das Aprikose schmeckt man gar nicht so stark heraus. Schmeckt sehr stark nach Curry und der gelben Linse. Dadurch hat es aber nicht so diesen einzigartigen Geschmack und schmeckt wie sehr viele solcher Brotausstriche. Ich persönlich würde mir die Sorte jetzt nicht nochmal holen. Schlecht ist sie aber auch nicht. Deswegen 7 von 10 Punkten. Dann hier ein neuerer Pam-Riegel, Oat Bar Chunky White Choc. Der ist jetzt hier Organic, Vegan, Source of Fiber, No Cane Sugar. Wie ist das? Organic. Die Brownie-Sorte fand ich auf jeden Fall schon mal richtig gut. Hier seht ihr, hat so ein paar Chocolate Chips und finde, schmeckt so ein bisschen salzig. Also ja, das Oatmeal könnte ein bisschen besser schmecken. Schmeckt einfach sehr undefinierbar. Das mit den Chocolate Chunks ist ganz cool, diesen Nussstückchen. Aber nochmal holen würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht. Deswegen 7 von 10 Punkten. Dann super spannend, habe ich bei Rossmann noch ein paar Neuheiten gefunden. Und zwar Peanut Balls von Genuss Plus mit Erdnussbutterfüllung sogar noch. Das sind jetzt 48 Gramm für 99 Cent. Die sind vegan, glutenfrei. Die sind ja auf der Basis von getrockneten Datteln. Ich habe es gerade mal geschaut. Also super viel Füllung ist da nicht drin, aber sieht auf jeden Fall schon mal spannend aus. Boah, die sind richtig lecker. Also sind schon ziemlich süß, aber sind so Fruchtbälle ja meistens. Und dann aber so einen leckeren Peanut-Geschmack. Eben auch noch mit den Peanut-Stückchen. Träumchen. Also würde ich mir auf jeden Fall holen, bekommen 9 von 10 Punkten. Dann hier Jokolade, Faire Schoko, Lemon Tartar. Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Ja gut. Ihr könnt lesen. Weiße Schokolade mit Zitronengeschmack und knusprigen Crepe-Stückchen. Die Sorte klingt spannend. Das sind jetzt hier 140 Gramm und gefunden habe ich die bei Rossmann für 2,99 Euro. So sieht sie aus. Und hier Laminator, hab's geübt. If life gives you lemons, be your own Laminator. Cute. Oh, und ich glaube, das ist meine Lieblingsschokolade von denen. Die schmeckt so zitronig. Und dann so crunchy Stückchen, also wie Crepe, weiß ich jetzt nicht, würde ich nicht sagen, aber so richtig lecker, crunchy. Und der Zitronengeschmack ist top. Also die finde ich richtig, richtig gut, würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. 9 von 10 Punkten. Und dann gibt es hier von Ena Bio, also eben auch von Rossmann, eine Smoothie Bowl. Das ist jetzt Erdbeerkirsche. Die Sorte finde ich klingt richtig cool. Finde ich halt wieder problematisch, alle, die mir folgen auf Instagram etc. wissen, hier steht so ein Beutel, eine Portion drauf, das sind so 50 Gramm in dem Beutel, also naja, gut. Also Portionsgrößen finde ich schwierig hierbei, aber die Sorte hat mich schon sehr interessiert, deswegen musste ich es kaufen. Hat 1,79 gekostet, finde ich halt auch einfach sehr teuer, aber halt immer mal ganz praktisch, so kleine Beutel zu haben,
für was auch immer. Also es ist eine Haferfruchtmahlzeit, wie gesagt 50 Gramm. Ich habe das jetzt nämlich auch schon mal hier aufgekocht oder halt mit heißem Wasser ergänzt. Das hat echt so ein bisschen Fruchtstückchen sogar enthalten. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Geschmacklich auch sehr, sehr beerig. Also finde, die Kirsche schmeckt man zwar nicht so stark heraus, aber sehr erdbeerig. Also schmeckt wie so eine typische Erdbeer-Hafer-Bowl. Also auf jeden Fall lecker, auch nicht irgendwie zu süß. Ja, also nochmal kaufen würde ich es mir nicht, einfach weil ich mir so Portionsbeutel super selten kaufe. Aber ist eine leckere Sorte, bekommt 8 von 10 Punkten. Und dann gibt es hier ein neues Cremissimo Eis Strawberry Cheesecake mit feinen Butterkeksstückchen. Hat jetzt 3,49 Euro gekostet und ich habe es bei Rewe gefunden. Also ich finde, das klingt auf jeden Fall schon mal so nach einer richtig schönen Sommersorte. Das sind jetzt hier 513 Gramm. Ja, und es ist auch ganz lecker. Also hier auch fehlt mir wieder so ein bisschen dieser Cheesecake-Geschmack sozusagen. Hat mich auch bei dem Lemon Cake so ein bisschen gestört. Also es schmeckt halt wie ein gutes Strawberry-Eis. Also ja, also dieser Keksgeschmack, weiß ich nicht. Irgendwie finde ich, ist ja nicht so ganz getroffen, obwohl da ja auch so kleine Keksstückchen on top sind. Also es ist nicht schlecht. Ich würde mir die Sorte jedoch nicht nochmal holen. Deswegen 7 von 10 Punkten. Dann eben auch bei Rossmann gefunden von Foodloose eine neue Sorte Cashew Butter Bites in der Sorte Salted Caramel Style. Das ist jetzt hier Bio-Qualität, 40 Gramm für 1,79. Oh mein Gott, seht ihr das? Krass, weil das sind ja sonst immer eher so fester gefüllte und das ist jetzt hier echt so eine richtig gute Salted Caramel Schicht. Also sind hier, wie gesagt, immer vegan, glutenfrei, laktosefrei. Boah, das ist ja mal richtig genial. Vor allem ist es, da habe ich an sich eine Cashew-Mousse. Also ja, steht ja drauf Cashew-Butter Bites. Aber halt, es ist, als wäre es halt so Karamell. Aber es ist Cashew. Das ist ja genial. Also ich finde es richtig lecker. Man schmeckt schon auch dieses Cashew so ein bisschen heraus. Aber auch eben so Karamell und das Außentrum. Also top. Die sind richtig, richtig gut. Würde ich mir auch holen, bekommen 9,5 Punkte. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut, dass ich hier diese neue Stockettensorte gefunden habe. Crunchy Peanut Butter, Sorte des Jahres. Ich habe die jetzt bei Lidl gefunden. Da sind jetzt hier 100 Gramm und eben mit Erdnusscremefüllung und Erdnussstückchen. Ja, sehr, sehr lecker. Also wirklich für jeden Peanut-Fan würde ich es empfehlen. Hat eben so kleine Stückchen, einen guten Peanut-Geschmack. Und schmeckt zwar nicht so intensiv wie Reese's, weil die liebe ich ja auch. Aber ist trotzdem sehr lecker, würde ich mal wiederholen und bekommt 9 von 10 Punkten. Und dann habe ich hier noch einen neuen Aufstrich von Enabio. Tomate, Feta, Olive, vegetarischer Aufstrich mit Käse, sind hier 135 Gramm, hat 1,79 gekostet, ist der neue Preis hier. Hat auf jeden Fall schon mal, glaube ich, so kleine Olivenstückchen. Ja, und da gibt es einem so richtig Urlaubs-Vibes, also so richtig schön mediterran, sehr pikant. Dann schmeckt die Olive auch gut heraus. Ich kann mich übrigens langsam, finde ich Oliven lecker. So nach 27 Jahren mag ich langsam. Genau, Feta so einen leichten Geschmack. Also wirklich sehr, sehr lecker. Richtig guter Aufstrich. Würde ich mir holen. Bekomme 9 von 10 Punkten. Dann bin ich so froh, das hier endlich mal im Angebot gefunden zu haben. Und zwar gibt es hier von Mövenpick Urban Moments 3 verschiedene neue Sorten. Das ist jetzt hier die Sorte Hafercookie, Vanilleeis mit Haferkeksstückchen und einer Karamellsoße. Sieht schon mal vom Packaging super lecker aus. Genau, dann jetzt 444 Gramm enthalten. So sieht's aus. Wow. Ja gut, also ich meine, Verpackung sieht ja öfter mal schöner aus, aber ja, das hätten sie aber echt ein bisschen liebevoller machen können. Aber die Cookie-Stückchen sind schon mal sehr lecker. Ja, okay. Und die Karamellsoße ist auch nur so ganz leicht dazwischen. Es sind zwar noch Keksstückchen im Eis, aber irgendwie schmecken die im Eis echt nicht so gut und auch an sich ein bisschen undefinierbar. Also ich habe einfach echt viel, viel mehr erwartet. Also haut mich echt nicht so um. Nee, würde ich mir nicht wiederholen. Und bekommt 6 von 10 Punkten. Und das war's auch wieder mit den Food-Neuheiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, berichtet mir gerne, was ihr davon schon kennt oder was ihr noch testen möchtet. Vielleicht seid ihr auch auf die nächsten Videos gespannt, weil vielleicht habt ihr schon mal gesehen, dass ich jetzt gerade in Barcelona war, bin, weiß ich noch nicht. Jedenfalls bin ich irgendwann nach Barcelona geflogen und weiß noch nicht, wann ich zurückkomme. Mal schauen. Haltet euch auf jeden Fall auf dem Laufenden bei Instagram und dann gibt es bestimmt auch YouTube-Videos. Vielleicht sind die sogar schon online. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Sehen wir mal, ne? Aber auf jeden Fall werde ich da auch ganz viel
lecker Food testen. Also, bis bald. Ach ja, was davon? Habt ihr schon gefragt? Was wollt ihr davon testen? Ja, ne, hab ich schon gefragt, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Na gut, was wollt ihr davon testen? Was kennt ihr schon? Bis bald.